Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Wochendeko. Ich dekoriere heute mit euch zusammen Woche 42. Gott, geht ja gut los. 42. Und ich habe mir diverse Sachen rausgesucht. Es wird, glaube ich, eine relativ normale Woche, was die Deko angeht. Jetzt nichts total Ausgefallenes oder Thematisches oder so. Aber ja, mir war danach oder ja, habe mir das überlegt. Und ich lege direkt los, weil ich warte gerade auf den Handwerker und ich habe keine Ahnung, wann er kommt. Und ich hoffe, ich kriege die Deko fertig, bevor es an der Tür klingelt. Wahrscheinlich ist es nicht der Fall, aber ich versuch's. Und genau, ihr seht dann im Laufe des Videos, was ich mir so für Sachen zurechtgelegt habe und ja, was ich mir überlegt habe. Und ich fange direkt an mit einem Tape, das ich ganz neu habe. Das kennen auch schon ganz viele, glaube ich. Habe ich mir bei AliExpress bestellt, ist letzte Woche angekommen. Und das möchte ich unbedingt benutzen. Das ist ein Regentropfen-Tape mit Aquarellfarben und ich finde es total schön. Und ich habe eben das schon mal angehalten. Mein Plan ist es nämlich, das einmal quer hier über die beiden Seiten zu kleben. Und zwar genau mittig rein. Ziemlich genau. So, wirklich einmal komplett rüber. Genau, dann werde ich das nochmal hier unten auftauchen lassen. Das ist meine Schere da. Ich mache es beim Montag auch nochmal, aber ganz klein, dass es nicht überlappt. Kann ich eigentlich auch abreißen, ne? So. Upsala. Einmal einigermaßen mittig anbringen das Ganze. Und den lasse ich, glaube ich, weg. Okay, dann habe ich mir dieses Aquarelltape rausgesucht und das passt halt farblich super gut dazu. Pink, Gelb, Blau, Grün ist alles vorhanden. Und damit markiere ich mir meine Arbeitstermine, weil ich muss genau am Dienstag und Freitag arbeiten. Das heißt, ich nehme mir einmal dieses hier. Und dieses Stückchen hier. Montag habe ich Training. Donnerstag habe ich Training. Nicht schief kleben. Und Sonntag auch. Da ist so eine Art Zusatztraining angesetzt. Das nehme ich eigentlich später am Tag. Deswegen will ich das jetzt nicht ganz oben hinkleben. Machen wir das mal so. Das ist irgendwie auch blöd. Ah. Ich glaube, ich nehme
eine andere Farbe, einen anderen Farbverlauf. Ja. Und dann kommt das dahin. Okidoki. Dann habe ich noch ein neues Tape. Und zwar dieses hier. Da sind Mädchen drauf. Das habe ich auch von AliExpress. Muss ich mal schauen, ob ich die einzeln nehme oder als Streifen. Aber ich glaube, ich werde die einzeln aufkleben. Dafür brauche ich mal mein Brettchen. Es tut mir übrigens leid, falls ich irgendwie so ein bisschen komisch klinge und eine Schnupfnase habe. Ich bin nämlich immer noch ziemlich erkältet, was mich selber auch total nervt. Also ihr kennt das sicherlich, wenn dann ständig die Nase läuft und ja, es irgendwie kein Ende nimmt. Und egal, ob man schnaubt oder nicht, die Nase ist sowieso sofort wieder dicht. Und ja, das ist irgendwie gerade ein bisschen nervig. Aber das geht ja auch irgendwann wieder vorbei. So. Dann schnippel ich die, glaube ich, mal kurz aus. So, und dann verteile ich die doch einfach mal auf dem Papier. Und ich wollte diese hier irgendwie hier so mit dazu kleben. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Bademantel, finde ich. Also es ist wahrscheinlich auch einfach nur ein Kleidchen, aber es könnte auch ein Bademantel sein, das die gute Frau hier anhat. Guck mal dahin. Dann haben wir noch eine große. So, und die andere kommt auf die linke Seite. Ups, also irgendwo da so. Ich muss einmal das lösen. Ich sitze nämlich ein bisschen schräg zum Schreibtisch und ja, sonst kann ich nicht richtig gucken. Ich habe noch viel mehr Tapes rausgesucht, unter anderem dieses hier mit den Katzen. Das habe ich vom Filonia Shop zugeschickt bekommen und das wollte ich auch noch irgendwo mit unterbringen. Das kann ich eigentlich auch so abschneiden. Auf jeden Fall die Katze mit dem Körbchen. Die finde ich nämlich voll niedlich.
Die mit der Melone wird jetzt nicht so ganz so gut passen. Aber die hier schon. Die kann man auf jeden Fall mit reinkleben. Na? Komm schon. So. Und die kommt dann, glaube ich, da so hin. Und die hier nehme ich auch noch. So, und weil das so abgeschnitten ist hier oben, klebe ich das auch einfach direkt hier oben hin. Und zwar da so. Sehr niedlich. Das gefällt mir. Was habe ich hier noch? Noch mehr Katzen. Kaffee habe ich hier noch. Passt gerade aber nicht so gut. Eigentlich geht er immer, aber gerade ist es mir, glaube ich, zu viel. Ich habe auch noch mir diesen Stickerbogen von Vintage Sticker Dream rausgesucht, weil ich die Hexagone gerne benutzen wollte. Ich glaube, ich trage erstmal meine Termine ein, also die groben Sachen. Na, so. Und zwar einmal die Arbeit. Und Work. Work, work, work. Und Training. Jetzt hätte ich das noch nicht schreiben sollen, jetzt verschmiere ich das bestimmt. Ah, ist immer dasselbe, ne? Training um ich überlege gerade, was könnte ich eigentlich machen? So, ihr fragt euch bestimmt, wofür macht sie das gerade? Ich möchte da diesen Ballerinas-Stempel drauf stempeln. Der hält ja natürlich nicht auf Washi-Tape, aber auf diesen Stickerpapieren bestimmt. Und ich
stempel ihn einfach so schräg drüber oder mittig drüber. So, sehr gut. Die Stempelkissen sind übrigens Martha Stewart Stempelkissen von Amazon und heißen irgendwie Vintage irgendwas, glaube ich. Finde die Farben super praktisch, die kann man irgendwie immer benutzen, das ist ganz cool. So, Uhrzeiten. Montag habe ich um 20 Uhr. Donnerstag 19:30 Uhr. Und hier am Sonntag auch um 19 Uhr. So, das ist die erste Herbstferienwoche, deswegen habe ich da keinen Unterricht, also keinen Tanzunterricht. Der fällt dann weg und ja, jetzt könnte ich natürlich noch so ein, zwei Tröpfchen von diesem Hexagon verteilen. So. Okay, ich glaube, es ist wieder an so einem Punkt angekommen, wo ich es so lassen sollte, wie es gerade ist. Ich schneide das hier noch einmal ab an den Seiten. Dann einmal in der Mitte. Kommt es einmal in den Planer. Und dann sieht das Ganze letztendlich so aus. Genau, hier ist nochmal die Deko im Planer. Gefällt mir echt gut. Ich finde es auch schön mit dem Streifen hier einmal komplett über beide Seiten und auch diese Spalten, das oder Zeile ist es ja, das ja, ist mal was anderes. Mache ich ja in letzter Zeit sehr selten, dass ich was richtig großflächig aufklebe oder auch wirklich mal einen Streifen über das komplette Blatt oder so. Und das Tape ist so dezent, da kann man das wirklich ganz gut mitmachen. Die Katzen sind super süß. Ich verlinke euch alles, was ich im Video benutze, wie immer in der Infobox. Da könnt ihr nochmal gucken, wo ist welches Tape her, Stempelfarbe, Stempelkissen, Stempel und so weiter. Also da könnt ihr immer nachschauen, auch wenn ich es nicht erwähne. Das wird eigentlich immer alles da reingepackt. Und wenn ihr sonst irgendwie Fragen habt, könnt ihr die natürlich gerne in den Kommentaren stellen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!